Ich weiß nicht, muss ich erst den Gong schlagen? Oh ja, also ich begrüße euch recht herzlich im Namen des Kreisverbands München zur Aufstellungsversammlung für den Stimmkreis 107 für die Landtagswahl 2013. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und eröffne hier mit der Versammlung. Die erste Frage, die meisten kennen es schon, bestehen Einwendungen gegen die Akkreditierung irgendeines Piraten oder wurde irgendjemand nicht akkreditiert, der akkreditiert hätte werden sollen? Sprich, hat jeder seine Stimmkarte zurecht? Okay, ich sehe, es gibt keine Einwendungen. Dann brauchen wir einen Versammlungsleiter. Ich schlag dich. Mehrere schlagen. Wir schlagen uns, das will ich vorstellen. Ich danke für die Schläge. Herr Klaus. Gut, ich wurde vorgeschlagen. Besteht Einverständnis? Die Stimmkarten bitte. Gegen? 1, 2, 3. Okay, haben wir 3 Akkreditierte? Ja. Okay. Dann danke ich euch für das einstimmige Vertrauen. Geschäftsordnung und Wahlordnung wurden vorab veröffentlicht und sind die gleichen wie immer. Besteht Einverständnis? 1, 2, 3. Ja, jetzt ist Stress. Jetzt müssen wir 1000 Sachen beschließen. Laut Geschäftsordnung ist die Öffentlichkeit zugelassen. Zusätzlich wird die Veranstaltung gestreamt. Bestehen hier Einwände? Ich sehe, es ist nicht der Fall. Wir benötigen einen Wahlleiter. Ich schlage Markus vor. 1, 2, 3. Markus, du wirst einstimmig zum Wahlleiter ernannt worden. Des Weiteren brauchen wir einen Protokollführer. Ich schlage schon wieder Markus vor. Markus, du hast den Doppeljob. Wir benötigen 2 Zeugen. Diese sollten idealerweise aus der Versammlung kommen und dürfen nicht kandidieren. 1, 2. Sehr schön. Zusätzlich benötigen wir einen Wahlhelfer. Das darf jeder machen. Martin? Bestehen Einwände gegen den Wahlhelfer? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut, wir würden gerne die Redezeit für die Vorstellung der Kandidaten auf 10 Minuten begrenzen. Besteht hier Einverständnis? Einstimmig angenommen. Super, ich danke euch. Das war der formelle Teil. Dann darf ich die Kandidaten zu mir bitten. 1, 2. Und 3. Alp kandidiert virtuell, so viel weiß ich. Wer macht Proxy? Oder? Müssen die Leute vorgeschlagen werden? Ich würde gerne Flo Breit, Michelle und Alp vorschlagen. Sehr gut. Ich danke dir. Hast du schön gesagt. Damit sind alle Kandidaten vorgeschlagen. Ja, wir brauchen einen Proxy für Alp. Irgendjemand muss ziehen. Martin, du machst den. Ich mach den Alp. als Wahlhelfer. Ja, also ich kann auch, stimmt, ich bin Wahlhelfer. Volker, magst du noch Wahlhelfer machen? Vielleicht? Oder mach ich? Okay, machen wir so. Einverständnis von Wahlhelfer? Sehr schön, danke. Das ist schön, mit Glück rein. Ihr kennt das Spiel, wir ziehen Scrabble-Steine. Wer weiter oben im Alphabet ist, fängt an. Der größte fängt an zu ziehen. Der größte fängt an zu ziehen. Tja, so. Ja, ja. Das kann mir wenigstens nicht passieren, was ich. So, Z. B. Flo. Martin Alp und Michelle. In dieser Reihenfolge. Ihr habt jeweils 10 Minuten, ihr kennt das Spiel. Ab 5 Minuten fange ich an, die verbliebene Zeit anzuzeigen. Flo, ich darf dich um deine Vorstellung. Ja, hallo erstmal. Ich habe hier etwas Größeres vorbereitet, aber ich glaube, in Anbetracht der Größe der Versammlung kürze ich das ein bisschen zusammen. Also falls es zu schnell ist, einfach kurz zwischenwerfen, dann mache ich es etwas ausführlicher. Ich bin Florian Breik, 25 Jahre alt, im Moment Student der Ethnologie, Vor- und Frühgeschichte und Indologie als Nebenfach.
wohne auch in München, Münchner Osten genauer gesagt, und zwar an der Grenze zum Stimmkreis, um den es heute geht. Kurz zu meiner Biografie. Ich komme eigentlich ganz ursprünglich vom Land, bin auch mehr oder weniger auf dem Bauernhof aufgewachsen, dann in eine Kleinstadt gezogen, dann auch 2 Jahre in London gelebt, wieder eine Kleinstadt und dann das größte Dorf der Welt nach München. Also ich habe mal so einen kompletten Querschnitt aller Lebenswirklichkeiten, also aller Lebensmöglichkeiten durchgemacht. Mein politisches Interesse hat schon sehr früh begonnen, eigentlich schon weit in der Schulzeit. Allerdings Parteien per se haben mich eher weniger interessiert. Das hat sich dann auch sehr, sehr lang gehalten, fast 23 Jahre lang. Und ich habe mich dann allerdings versucht, andersweitig zu engagieren. Und zwar zum ersten Mal so richtig in der Hochschule. Und zwar habe ich angefangen in der Fachschaft, bin dann gewechselt in die uniweite Studierendenvertretung und habe dann immer noch mehr Sachen übernommen, war dann auch mal landesweite Vertretung der LMU und auch bundesweite Vertretung der LMU. Habe da auch viele Dinge getan, hat mir auch sehr, sehr viel gezeigt. Ich habe sehr, sehr viel in der Zeit gelernt. Und ja, wie kam ich denn eigentlich zu den Piraten? Also der Schuldige sitzt, glaube ich, da vorne. Martin war ein Stück weit schuld daran. Und zwar haben mich schon länger Freunde bequatscht, ich soll doch mal zu den Piraten schauen. Und dann gab es so ein Volksbegehren gegen Studiengebühren. In der Zeit hatte ich mich schon 3 Jahre recht intensiv gegen Studiengebühren engagiert. Und dann kam Martin unter anderem in die Studierendenvertretung und hat das Volksbegehren der Piraten vorgestellt. Und danach habe ich mir Martin vorgeknüpft und er hat mich dann gleich zum Stammtisch eingeladen. 2 Tage später war ich dann auch auf dem Stammtisch, dann auf dem Corso Leopold. Ja, und seitdem bin ich Pirat. Ja, wobei ich muss sagen, ich war auch bei den Piraten recht skeptisch am Anfang und bin erst später dann wirklich Mitglied geworden, nachdem ich mich erstmal sozusagen ein bisschen akklimatisiert hatte. So, jetzt war ich also Pirat und was habe ich denn in den letzten guten 1,5 Jahren, in der ich Pirat bin, gemacht? Ja, das Standard, was glaube ich jeder Aktive gemacht hat, Infostände, Corso Leopold Unterschriften sammeln, Stammtische, unter anderem habe ich auch mal einen 5-Tage-Stand direkt vor der Mensa gehalten, wo ich dann zum Schluss leider allein war, aber wir haben in der Zeit über 2000 Unterschriften fürs Volksbegehren gesammelt. War sehr erfolgreich. Ja, und irgendwann auf dem Stammtisch habe ich dann noch ein paar andere Studenten getroffen und wir haben Pläne geschmiedet und dann die Freibeuter gegründet. Die Freibeuter ist eine parteinahe Hochschulgruppe. Und da haben wir versucht, der Partei auch ein Stück weit ein hochschulpolitisches Profil zu geben und auch in der Hochschule ein bisschen die piratigen Werte einzubringen. Wir haben Anträge geschrieben, die dann auch auf Parteitagen abgestimmt worden sind. Wir haben viel mit Presse zusammengearbeitet, die das Thema Hochschule und Piraten sehr interessant fanden oder immer noch finden. Unter anderem habe ich zum Beispiel morgen nochmal einen Pressetermin direkt zu diesem Thema. Und wir haben auch bayernweite Treffen mit der Hochschulgruppe organisiert, mit der Landesastenkonferenz. Wir haben mit anderen Hochschulgruppen, andere parteinahen Gruppen Gespräche geführt. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Wir sind hier in einer schönen Geschäftsstelle. Da war ich auch relativ von Anfang an dabei mit die Geschäftsstelle im Orga-Team. Und irgendwie ist mir dann ein Co-Leiterposten zugefallen. Ich weiß auch nicht, ich konnte wahrscheinlich nicht zu so schnell Nein sagen, aber es macht mir auch Spaß. Und das aktuelle Großprojekt ist der Keller. Und wie ich vorher gesehen habe, läuft der auch sehr gut. Ich habe natürlich auch noch diverse andere Sachen gemacht, angefangen, dass ich auch in Prag bei Pride Party International war. Natürlich diverseste Parteitage, Bundesparteitage, Landesparteitage etc., wie, denke ich mal, jeder von euch. Ich habe auch Presseanfragen, die insbesondere Hochschulpolitik betroffen haben, für die Partei beantwortet. Ja, und ich war auch noch in diversen AGs, zum Beispiel Wirtschaft, Bildung etc., noch tätig. Ich bin ein bisschen hyperaktiv, ich gestehe. Wieso bewerbe ich mich überhaupt? Was habe ich denn eigentlich vor?
Ja, vor allem geht es mir darum, einen geilen Wahlkampf nächstes Jahr zu liefern. Ich will mit Holger, Gabi und Rebecca den Münchner Osten rocken. Ich will Leute dazu bewegen, wirklich zur Wahl zu gehen. Es muss nicht unbedingt die Piraten sein, aber sie sollen wählen gehen. Wir haben im Münchner Osten eine etwas niedrigere Wahlquote als im Rest von München. Das sollten wir ändern. Das wird allerdings auch im Münchner Osten schwer, muss ich gestehen. Wir haben im Münchner Osten, vor allem jetzt im 107er, einen sehr, sehr heterogenen Stimmkreis. Angefangen von der Messestadt, eine neuen Trabantenstadt über Neuperlach, eine alte Trabantenstadt, dann recht gutbürgerliche Siedlung Walperlach und ähnliches. Es wird schwer, es ist ein sehr differenzierter Wahlkampf nötig. Aber ich lasse mich, wenn ich mich hier aufstellen lasse und falls ich von euch heute gewählt wird, besteht ja immer noch die Chance, ich könnte ja auch in den Landtag kommen. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass von uns Piraten in den Landtag kommen. Auch darauf habe ich mich vorbereitet und ich bin mir sehr bewusst, dass das dann ein Arsch voll Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf, wird. Wo will ich mich denn dann einbringen, falls ich im Landtag wäre? Es interessieren mich vor allem zwei Ausschüsse. Das ist einmal Hochschule, Forschung und Kultur, aus bekannten Gründen. Wie gesagt, Hochschule und Forschung ist ein Gebiet, wo ich mich jetzt mehrere Jahre intensiv damit auseinandergesetzt habe. Aber auch der zweite Ausschuss wäre auch Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Das ist ein Thema, wo ich mich noch nicht so lange mit auseinandergesetzt habe, wo ich auch noch, muss ich gestehen, einige Lücken habe. Und insbesondere Verkehr und Infrastruktur ist ein sehr neuer Liebling von mir. Da hat mir der Andi Witte dazu verholfen. Ja, aufgrund meiner Geschichte könnte ich mir aber auch noch Landwirtschaft, Forsten und Ernährung vorstellen, da ich durchaus vom Land komme und auch die Lebensrealität sowohl vom Kleinstbauern mit nur 2-3 Kühen, also eigentlich ein Nebenerwerbsbau, bis hin zum Großbauern mit mehreren 100 Viechern kenne, würde ich mir das auch zutrauen, mich da einzuarbeiten. Allgemein will ich mich in andere Ausschüsse auch noch einzuarbeiten, mich in Themen zu vertiefen, mich daran festzubeißen. Und was kann man sonst noch so ändern, außer die Ausschüsse? Ja, klingt abgedroschen, aber leider muss es geschehen, Transparenz schaffen. Wieso gibt es keine Sitzungsprotokolle von Ausschüssen? Wieso sind Haushaltsdetails nicht vorhanden, sondern nur irgendwelche groben Töpfe, die vergeben werden? Wieso sind Nebeneinkünfte immer noch nicht veröffentlicht? Und wieso werden Sitzungen nicht gestreamt? Das könnten wir zumindest auch mit Fraktionssitzungen ändern. Ja, jetzt habe ich doch länger geredet als gedacht. Dankeschön. Und ich gebe dem Nächsten das Pult. Ich danke dir, Flo. Dann jetzt die Vorstellung vom Altpiraten. Die stellt uns technisch möglicherweise vor eine kleine Herausforderung. Es ist nur ganz kurz, ich stehe hier nur kurz vorne, denn der Alt, die Michelle und der Boris waren letzte Woche beim Alt in Passau, wo er in der Reha ist, und haben etwas aufgezeichnet, was er hier sagen wollte, und das spielen wir jetzt einfach. Mach mal das nicht noch was. Bitte. Und los. Nicht alles. Hinten anlassen. Ja. Wir müssen noch eintropfen. Los geht's. Ahoi Piraten. Ich bin der Alp. Ich bin aus München. Ich kann heute leider nicht bei euch sein. Das liegt daran, dass ich bis vor einem Monat noch im Koma lag. Ich bin gerade aufgewacht und im Augenblick, also beziehungsweise vor einem Monat aufgewacht und bin im Augenblick auf Reha. Dauert noch ein bisschen, bis ich entlassen werde, und darum kann ich leider bei der Aufstellungsversammlung nicht anwesend sein. Ich danke meinen Freunden, die so nett waren und dieses Video gedreht haben, damit ich mich euch präsentieren kann für den Stimmkreis 107. Ich möchte dort kandidieren, ich stamme aus diesem Wahlkreis, ich wohne dort. Leider kann ich meine Stimme ja nicht abgeben, für mich selbst, da ich ja nicht da bin. Und ich möchte euch kurz sagen, wer ich bin. Einige von euch werden mich kennen. Ich bin seit Anfang des Jahres bei den Piraten. Ich habe eine AG gegründet, die AG Diversity. Ich bin dort relativ, dank meiner Freunde, auch relativ aktiv. Wir haben schon einiges auf die Beine gestellt, wir haben viele Gäste bei uns eingeladen, wir waren auch bei einigen zu Besuch, bei einigen Konsulaten, auch
bei der jüdischen Gemeinde und auch haben wir noch einige Projekte, die wir umsetzen wollen. Ich möchte für den Landtag kandidieren und ich hoffe, ich bekomme eure Stimme für den Stimmkreis 107. Ich glaube, ich bin, also erst einmal zu meiner Vorgeschichte, ich habe BWL studiert, ich bin Betriebswirt FA, Entschuldigung. Und ich kenne mich ein bisschen mit Wirtschaft aus, dank eben, wie gesagt, meiner Ausbildung, auch ein bisschen mit Kultus. Ich denke, das sind so alles Bereiche, die vielleicht im Landtag relativ von Vorteil sind, wenn man da auch mal was sagen muss und sagen sollte. Ich denke, natürlich haben wir doch kluge Köpfe, die da was erzählen, aber ich denke, da kann man gut zusammenarbeiten. Jetzt hängt's. Was soll ich noch sagen? Können wir ausschneiden. Können wir ausschneiden, ansonsten Landesthemen. Ah ja, okay. Einige Landesthemen liegen mir natürlich am Herzen, hauptsächlich Bildung und auch Ausländerpolitik. Meine AG beschäftigt sich hauptsächlich mit Ausländer und mit Minderheitenpolitik, sie heißt die AG Diversity. Es geht einfach um bessere Integrationsmöglichkeiten. Wir haben da schon mit einigen Freunden einige Sachen erarbeitet. Wie gesagt, dank bzw. wegen meines kleinen gesundheitlichen Malheurs konnte ich jetzt in der letzten Zeit nicht mehr ganz so aktiv mitarbeiten. Aber wie gesagt, ich bin so schnell wie möglich wieder auf dem Damm und dann arbeite ich auch wieder mit. Und dann werden wir da sicherlich auch einigen positiven Output haben. Es geht mir hauptsächlich darum, ich habe ja türkischen Migrationshintergrund und ich weiß, dass es sehr viele Schwierigkeiten gibt, besonders in Bayern. Und hier gibt es auch einiges, wo wir daran arbeiten müssen. Es gibt einige Sachen, die wir verändern müssen. Und das Wichtigste ist, dass wir unsere piratigen Positionen auf jeden Fall erst einmal in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir den Leuten sagen, was wir denken. Wir haben ja eine sozial-liberale, wie ich es wahrnehme, Grundeinstellung. Und auch diese ganzen Polizeigeschichten, unter anderem auch jetzt mit dieser Datensammlung und Vorratsdatenspeicherung, das sind natürlich alles Themen, über die, wo wir auch mitentscheiden und wo wir auch mitreden sollten. Ich habe ja im Rahmen meiner AG mit meinen Freunden zusammen jemanden vom Verfassungsschutz da gehabt, bei uns in der Landesgeschäftsstelle. Einige Leute warten noch, die vom Landeskriminalamt, auch von der Münchner Polizei, die haben wir auch eingeladen. Wie gesagt, das zieht sich jetzt alles ein bisschen hin, bis ich wieder da bin. Und das sind so alles Sachen, wo wir uns informieren müssen, damit wir auch vernünftig argumentieren und nicht nur diese Schlagworte aus der Boulevardpresse denen entgegenschleudern. Es ist einfach wichtig, dass wir informiert sind, dass wir Bescheid wissen und dass wir dazu auch unsere vernünftige Meinung mitteilen. Und ich denke, dass wir in der Öffentlichkeit einen guten Widerhall finden. Das ist wichtig. Und ich glaube, dass wir da auch ein gutes Feedback kriegen werden, auch in Bayern, obwohl es natürlich sehr schwierig sein wird. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und ich hoffe, ich kriege eure Stimme, damit ich dann in eurem Namen mit dem Mandat des Wählers unsere Politik und unsere Meinung in die Öffentlichkeit tragen kann und vielleicht auch ein bisschen was bewegen kann. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich hoffe, ich bekomme eure Stimme. Ich bin der Alp. Danke euch. Und darf dann die Michelle bitten, sich vorzustellen. So, ja, hallo, ich bin Michelle. Ich glaube, ihr kennt mich jetzt auch schon alle. Ja, ich bin 27 und ich studiere Germanistik und Computerlinguistik an der LMU. Und ich bin seit 2009 jetzt bei den Piraten und seitdem auch aktiv. Ich bin, als ich mich vor 2-3 Monaten in die Liste eingeschrieben habe für die Landtagskandidatur, von der AZ angerufen worden und gefragt worden, wenn du die Einzige bist, die dort als in Oberbayern als Frau kandidiert, dann macht doch keiner Sozialpolitik bei den Piraten. Und da habe ich mir überlegt, warum bin ich eigentlich zu den Piraten gekommen? Ich bin damals auf der Zensursula-Demo gewesen und ich war kurze Zeit später bei den Piraten über Heide reingekommen, mit der war ich ja damals in der Uni. Und mit einem Grund war eigentlich auch die Vorratsdatenspeicherung. Und ich persönlich habe mich schon immer sehr für Transparenz und Bürgerbeteiligung interessiert. Und ich war bei meiner ersten Wahl leider nur im Ich war nur im Wahllokal. Ich habe damals einen leeren Zettel angegeben. Es war mir wichtig, dass ich zur Wahl gehe. Aber ich habe mich damals nicht so richtig entscheiden können. Und ich habe mich damals auch irgendwie von keiner Partei vertreten gefühlt. Das war jetzt bei den Piraten ganz anders. Da bin ich über die Positionen reingekommen,
Als Computerlinguist habe ich sehr, sehr viele Ahnungen, wie leicht man Menschen kontrollieren kann und in irgendwelche Statistiken einsortieren kann und was man damit alles anfangen kann. Und es schockt dann schon, wenn man das als selber eben auch erfährt, wie das funktioniert. Und ja, warum kandidiere ich in 107? Ich bin in Trudering geboren. Ich habe da 23 Jahre lang gelebt. Ich habe in der Zeit, als ich wohnungslos war, in Waldtrudering, in Waldperlach und in Trudering-Riem gelebt. Bin dort auch zur Schule gegangen. Ich kenne die Probleme, die wir im Stadtteil haben. Ich habe in der Schule sehr viele Leute gehabt, deren Eltern aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit auch in Neuperlach gerade Probleme hatten, zumindest in dem Stadtteil. Es ist gerade so auch die Zeit gewesen, wo die Probleme mit Infineon angefangen haben. Ziemlich viele Siemens-Mitarbeiter hatten wir auch. Und ich habe das alles hautnah mitbekommen. Meine Geschwister sind in Neuperlach auf die Schule gegangen, haben dort auch die tägliche Gewalt mitbekommen. Ich selber hatte Glück, weil es bei uns am Gymnasium dann doch noch eher Richtung Innenstadt rein nicht ganz so schlimm war. Ich habe sehr stark auch mitbekommen die Umwandlung vom Flughafen in die Messestadt Riem. Da sind einen ganzen Haufen vor allen Dingen Sozialwohnungen gebaut worden. Ich glaube, es war knapp die Hälfte der dort gebauten Wohnungen. Das Ganze ist auch sehr schön, weil das Ganze eben als Planstadt im Gegensatz zu Perlach, hat man jetzt gesehen, auch funktioniert hat. Es ist dort zwar im Gegensatz zu Perlach, es ist ganz krass, der niedrigste Ausländeranteil in ganz München, aber ist es eine stark durchmischte Bevölkerung, was jetzt die Altersstruktur angeht. Es sind sehr, sehr viele Familien mit Kindern und es ist dort einfach auch, ja, ich würde sagen, ein Projekt, das auch funktioniert hat. Ein Thema, mit dem wir, glaube ich, bei den Wählern in Trudering-Riem und auch Perlach und Neuperlach vor allen Dingen sehr stark punkten können, wahrscheinlich ist halt das Thema Arbeitslosigkeit. Und da müssen wir uns eben überlegen, wie wir das auch rüberbringen. Ich würde sagen, wir haben halt immer das Problem, dass wir sagen, wir haben noch keine Themen. Oder wir haben zu diesem Thema noch keine Aussage und das finde ich immer ein bisschen schlecht. Also ich habe das auch gemerkt im Wahlkampf bisher, wenn man dann am Infostand steht und gefragt wird, dann gebe ich meistens die Antwort, ihr könnt doch mitmachen, kommt doch zu uns, macht mit, bringt eure Themen mit ein. Und ja, wenn es bei einem Thema noch gar keine Leute gibt, die sich damit beschäftigen, dann könnt ihr hier auch eine eigene Gruppe gründen. Und abgesehen davon denke ich, dass man die meisten Themen, zu denen wir immer behaupten, wir hätten keine Aussage, dass man die meisten Themen auch aus dem Programm ableiten kann oder zumindest immer sagen kann, das stellt man nämlich fest, wenn man sich mit den Sachen ein bisschen beschäftigt, dass man mit Transparenz und Bürgerbeteiligung auch in den Themen was erreichen kann. Ja, sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die jetzt stellen. Genau, nachdem ich jetzt die Letzte bin. Dankeschön, ich danke dir. Ich darf die Kandidaten und den Proxy nach vorne bitten und eröffne hiermit die Fragerunde. Frau Frey, wer hat eine Frage? Mike? Ja, ich fange vorne an. Bei dir, Florian. Ja. Das Thema Belastbarkeit, für wie belastbar hältst du dich denn? Sehr belastbar. Ich habe aufgrund von meiner Vielfachtätigkeit, ich bin immer noch in der Fachschaft aktiv, zwar nicht mehr lang, ich bin immer noch auch in der Hochschulpolitik aktiv und hier bin ich es eigentlich gewohnt, keine Woche unter 60 bis 70 Stunden zu arbeiten, also wirklich auch zu arbeiten. Ich habe noch keine weitere Meldung, du kannst das ja erstmal weitermachen. Wie immer einfach so weiter, ich habe an jeden so 3 bis 5 Fragen, aber ganz kurz nur. kurze Fragen. Kannst du noch mal was zu deiner bisherigen politischen Vergangenheit sagen? Ich war bisher noch in keiner Partei aktiv. Ich habe zwar aufgrund meiner Tätigkeit in der Studierendenvertretung mit anderen Parteien teilweise auch kooperiert. Namentlich waren das vor allem die Jusos und die Jungen Grünen, aber in Partei aktiv war ich bisher noch nicht. Die Frage, die sich gestellt ist, wie passt das denn in dein Studium, in deinen Studienverlauf, wenn die heiße Wahlkampfphase kommt?
Da sollte ich dann so langsam gegen Ende meines Studiums angekommen sein. Ich bin im Moment ziemlich am Ende, mir fehlen noch ein paar Scheine. Das heißt, ich wäre dann fertig, wenn der Plan aufgeht, ja. Und ich habe eine politische Frage, auch so ein bisschen deine Flexibilität zu sehen. Wie schätzt du denn die aktuelle Lage gerade jetzt im Nahen Osten ein? Wo genau? Palästina, Israel. Gazastreifen. Ewig langes Thema. Das kann ich jetzt so in Kürze nicht. Kurzes Segment, wie stellt sich die Piratenpartei dazu, bitte? Soweit ich weiß, gibt es dazu kein Statement. Persönlich? Ich finde es kritisch, allerdings von beiden Seiten. Okay, ja. Sehr kritisch. Okay. Gut, weiter? Noch jemand? Sonst macht mein Gnadenlos weiter. Okay. Meine Frage wäre an alle Kandidaten, und zum Teil wurde es schon angesprochen, was für Ausschüsse könntet ihr euch vorstellen zu übernehmen? Fangt vielleicht mal andersrum an. Also ich könnte mir vorstellen, im Ausschuss für innere Sicherheit würde mich interessieren, weil ich eben sehr stark in dem Bereich mit der Vorratsdatenspeicherung arbeite. Das andere ist Bürgerbeteiligung und Transparenz lässt sich, glaube ich, vor allen Dingen im Ausschuss für, also im Demokratie- bzw. Verwaltungsausschuss eben also mit einbringen. Und ich glaube, das wären so meine zentralen Themen. Wo ich mich auch einbringen würde, wäre der Kulturausschuss, also Hochschule, Forschung, Kultur. Einfach deswegen, weil ich selber habe in dem Bereich auch Erfahrung. Also ich mache selber zum Beispiel Musik. Das wäre was, wo wir eben mit unserem Urheberrecht einsteigen könnten. Was mir persönlich auch ganz wichtig ist, ist die Kulturförderung, die eben auch in diesem Bereich mit reinkommt. Da war ich zum Beispiel vor kurzem auch auf einer Veranstaltung, wo wir Piraten eingeladen waren. Das war das Digital-Analog-Festival. Und ich habe da auch Kontakte geknüpft mit der Veranstalterin, die sehr stark in dem Bereich in München involviert ist, Frau Hohlmeier, die mir damals auch erzählt hat, wie das eben auch gerade im Bereich wie jetzt München im Vergleich zu anderen Bereichen in Bayern, anderen Bezirken in Bayern, Oberbayern und sowas, jetzt funktioniert und was in der Kulturförderung gerade schief läuft. Ich weiß, dass wir dazu jetzt noch keine konkrete Position im Landesverband Bayern haben wir eben bloß haben wir das gemeinsame Kulturförderungsprogramm und daher haben wir, glaube ich, ganz gute Ansätze dafür und da muss man dann schauen, was sich davon konkret umsetzen lässt. Das wären die beiden Bereiche. Ich selber habe jetzt gerade auch noch einen Antrag gestellt zum Thema Verbraucherschutz im Pirate Feedback beziehungsweise auch einen zum Thema Landwirtschaft und das wären beides auch noch Bereiche, die mich sehr stark interessieren. Ich weiß nicht, ob du die Frage gehört hast. Es ging darum, welche beiden Ausschüsse könntest du dir vorstellen, dass du dort, wenn du in den Landtag kommst, mitarbeiten könntest. Ist es richtig so? Keine beiden, aber welche Ausschüsse? Welche Ausschüsse? Okay, ich habe es jetzt mal laut gestellt. Alf, wenn du sehr laut sprichst, vielleicht kann man dann dich auch so verstehen. Probier mal. Könnt ihr mich hören? Also mal schon. Erstmal nach Hoi aus Passau. Entschuldigt, dass ich leider nicht da sein kann. Ich bin noch auf Reha. Ich hoffe, dass ich bald rauskomme. Und dann auch wieder fit mitarbeiten kann. Noch jetzt zur Frage, in welchen Ausschüssen. Ich habe mir das angeschaut und ich denke, das wären zwei, die für mich in Frage kommen würden. Zum ersten wäre es der Ausschuss Recht, Verfassung, Parlament. Das wäre der erste, weil es da auch um Ausländerpolitik geht und da ich einen Migrationshintergrund habe, ist das vielleicht eine Sache, wo ich bei Integration auch im Rahmen meiner AG, wo ich ja mit dem Sascha auch und auch mit dir, Martin, wo wir da sehr gut zusammenarbeiten, und einigen guten Output haben, dass wir da gute Ideen haben und sicherlich auch dort gut mitarbeiten und mitwirken könnten. Und das andere wäre als zweiter Ausschuss der Ausschuss Jugend und Bildung. Weil mich das Thema Islamunterricht dann interessieren würde. Ich würde dann dort aktiv mitarbeiten und sicherlich auch den Leuten dort als jemand, der auch Muslim ist, sicherlich gute Anregungen geben können, besonders weil man sieht ja, dass sehr viele Jugendliche heute in falsche Richtungen gehen, Religion auch einfach missbraucht wird. Und ich denke, wenn man das in der Schule richtig bekämpft und den Leuten die richtigen religiösen Werte vermittelt, denn das ist ja nun mal das, was man machen muss, anders kommt man da einfach nicht dagegen an, dann kann man da sicherlich schon mal frühzeitig präventiv agieren. Das wären so die beiden Ausschüsse, wo ich mich sehen würde. Gut, es wird... Okay, Dankeschön. Dann technisch besteht die Möglichkeit, dass unter das Mikrofon auch auf dem Verstärker liegt. Die kleine Lautsprecher, bitte.
Ja, Konstantin Koplova. Ich weiß nicht, was hier leise. Ja. Aber ich glaube, wenn wir alle konzentrieren, ist auch noch ruhig. Genau. Ja. Das ist ein guter Vorschlag, ja. Bitte, Flo. Oh, ich? Ja. Ach so, nochmal. Die Frage ging an alle. Gerne. Das sind insbesondere zwei Ausschüsse, die mich wirklich interessieren, also wo ich mich auch schon stark mit auseinandergesetzt habe. Das ist Hochschule, Forschung und Kultur, auch aus bekannten Gründen. Wie gesagt, mit Hochschulpolitik sowohl von dozierender Seite als auch von studierender Seite habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt. Das Thema Forschung lässt sich von der Hochschule auch nicht wirklich trennen. Dass Kultur da dazugehört, ist nun mal so. Ich denke, die 12 Ausschüsse, die es im Landtag gibt, sind nicht optimal zugeschnitten. Aber da finde ich sicherlich Unterstützung, wo mich da Leute unterstützen. Das ist das Themenfeld, wo ich nicht so fit bin. Das zweite wäre Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Infrastruktur. Auch da habe ich mich schon mit einigen Fachgebieten auseinandergesetzt. Unter anderem ein Studienschwerpunkt ist Wirtschaftsethnologie. Was ich habe, dann Infrastruktur, Verkehr, setze ich mich aktuell gerade intensiv auseinander, insbesondere öffentlicher Nahverkehr ist gerade ein Steckenpferd, wo ich mich gerade jetzt die letzten Tage und Wochen intensiver mit befasse, aus persönlichem Interesse auch. Und ansonsten könnte ich mir noch Ausschüsse vorstellen wie Landwirtschaft, Ernährung, da ich eben in der Landwirtschaft auch ein bisschen fit bin. Bildung, Sport, Jugend könnte ich mir auch noch vorstellen, weil auch Schulpolitik gehört zu, in gewisser Weise hat Schulpolitik und Hochschulpolitik durchaus große Schnittmengen, schließlich werden die Lehrer an Hochschulen ausgebildet und eine gute Lehrerausbildung ist schon mal ein sehr großes Standbein für die Bildungspolitik. Okay. Ja, okay. Ich kenne ihn jetzt eben gar nicht. Vielleicht kann er ein bisschen was zu seiner politischen Vergangenheit, Herkunft erzählen. Okay, es war eine Frage direkt an dich. Der Fragestellende kennt dich selber persönlich überhaupt nicht und würde gern was zu deinem politischen Background und zu deinen Ursprüngen erfahren. Also ich bin in München geboren, auch aufgewachsen in Rammersdorf. Und ich habe angefangen in Rammersdorf mit den Jusos, also der Organisation der SPD. Damals war ich 15 und habe mich dort beteiligt nach einer gewissen Zeit. Also Ausbildung hat angefangen etc. Dann war es dann doch nicht das, was ich wirklich wollte und habe mich dann nach dem Studium bzw. während des Studiums habe mich dann bei der Jungen Union beteiligt und habe dort an einigen Treffen teilgenommen. Aber da gingen mir die Ansichten auch gegen den Strich und lag ich dann erstmal da, weil ich einfach mich in keiner politischen Partei vertreten gesehen habe. Und darum, als dann die Piraten aufkamen, habe ich mir gedacht, okay, habe mich dann schlau gemacht, bin auch zum Stammtisch gekommen, das erste Mal und habe dann noch gefragt, wie ist es so, was seid ihr, woran denkt ihr? Und ich denke, Internet und Netzgeschichten sind jetzt nicht wirklich mein Thema, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das eine Plattform ist, wo man alles Mögliche einbringen kann und nicht nur das, sondern dass man sich hier verwirklichen kann, dass man wirklich vernünftige Ideen hat und mit den Leuten reden kann, das ist unglaublich wichtig und dass man auch sehr gute Vorschläge kriegt. Das heißt, nicht diese vorgefertigten Meinungen in den etablierten Parteien, die man dann einfach, wenn man unten anfängt, dann nur noch auswendig lernt und runterrattert, sondern dass man aktiv einfach von der Basis an mitarbeiten und was entwickeln kann. Und darum fühle ich mich eigentlich bei den Piraten inzwischen zu Hause. Ich bin auch sehr froh, dass ich mit dabei bin. Ich habe sehr viele gute Leute, sehr viele super nette Leute kennengelernt. Ich meine, ich danke euch, dass ihr mich jetzt auch so zuschaltet. Und ich glaube, mein politischer Background, ich bin wie gesagt von links nach rechts gegangen, habe aber, glaube ich, das gefunden, was ich gesucht habe, und zwar gemerkt, dass die Piraten eigentlich alles abdecken, was die Menschen heutzutage brauchen, was ihre Probleme sind. Von sozialer Gerechtigkeit bis über Freiheit, Liberalismus. Nicht im Sinne der FDP, sondern einfach, dass der Staat sich zurücknimmt und die Menschen einfach in Ruhe lässt, in dem Sinne, dass Datenschutz etc. Und ich denke, dass das jetzt mein politischer Background ab jetzt, beziehungsweise jetzt ist, und so viel dazu. Okay, ist ja verstanden alles. Okay. Eine Frage, die Situation ist ja ein bisschen ungewöhnlich jetzt mit dem Zuschalten. Ich habe verstanden, ist in der Reha.
Wie ist das mit seiner Belastbarkeit, gesundheitlichen Belastbarkeit? War das irgendwie Koma? Er war im Koma? Also das okay. Alp, es geht nochmal die Frage zu deinem gesundheitlichen Zustand, wie es dann auch mit der Belastbarkeit aussehen wird. Es war das Gespräch von Koma und so weiter. Willst du da noch was drüber erzählen? Kein Problem. Also die Sache mit dem Koma war folgende. Ich bin am, lass mich nicht lügen, am 19. September mit. Ja, klar, okay. Berufstätigkeit und diese heiße Wahlkampfphase, wie wird der, bringt er denn das zusammen? Die nächste Frage an dich ist, wie du dann deine Berufstätigkeit und die heiße Wahlkampfphase zusammenbringen musst. Also ich arbeite im Hotel, das heißt, ich bin dort Nachtschichtführer und ich habe inzwischen so viele Überstunden angebaut, dass das eigentlich überhaupt kein Problem ist, besonders weil ich die Schichten auch aufs Wochenende bzw. unter der Woche so legen kann, wie es mir eigentlich gefällt, weil ich die Schicht ja selber leite. Das heißt, also Wahlkampf und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe da noch nebenbei noch einen Job im Sicherheitsdienst, was ich auch noch mache, aber wie gesagt, das ist auch nur nebenbei. Also ich kann das organisieren. Zeittechnisch habe ich kein Problem. Also das ist überhaupt keine Geschichte, da mache ich mir auch keine Sorgen. Sonst würde ich auch nicht kandidieren. Das ist ja Unsinn, wenn jemand kandidiert und keinen Wahlkampf machen kann, dann braucht man nicht antreten. Wie sieht es bei den anderen beiden aus mit Zeit für den Wahlkampf? Kurzes Statement. Sollte ich das Studium beenden, kann ich sagen. Ja, ich würde ja vorher schon, Zeit habe ich. Ich würde mir die Zeit auch nehmen. Das heißt, exklusiv für die Piraten Wahlkampf zu machen und so mit dem Fahrrad durch die Gegend tingeln, Infostände schmeißen etc. pp., was man halt für einen Wahlkampf braucht. Sprich, vor Ort sein auch viel. Also auch wenn ein Studium dann nicht fertig werden würde? Ja, also dann gibt es sowas, das nennt sich Urlaubssemester. Auch das geht. Also ich habe mein Studium auch fast beendet und ich habe auf jeden Fall Zeit oder kann mir die Zeit auch auf jeden Fall nehmen. Okay. Kalle? Ich habe eine Frage an Flo. Du hast ja wahnsinnig viel Infos auf deine Wiki-Seite gekippt. Mehr als man kurz vor der Sitzung so lesen könnte. Du wolltest wohl irgendwie in 102 antreten, bist dann in 104 angetreten, bewirbst dich jetzt für 107, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und schreibst aber dann auch, dass du gar nicht auf Biegen und Brechen in den Landtag eigentlich willst, sondern hauptsächlich ein gutes Wahlkampfteam Ost bilden. Mhm. Wenn es nur um den Wahlkampf geht, dann wäre es doch eigentlich geschickt, da gar nicht anzutreten, sondern bloß beim Wahlkampf mitzuhelfen, dann wäre es einer mehr. Also kannst du es vielleicht noch genauer erklären, dass es dir eigentlich nicht so wichtig ist mit dem Landtag und dieses Wahlkampfteam bilden wollen? Wahlkampf treiben, klar, darum geht es eigentlich. Also Direktkandidaten sind eigentlich hauptsächlich Wahlkampfteam. Wir haben in München allein 20 Kandidaten für verschiedene Bezirke, das ist schon mal ein Grundgerüst. Natürlich kann ich auch als Kandidat Wahlkampf machen, das eine schließt das andere nicht aus. Warum ich jetzt auch so ein bisschen durch die Stimmkreise gehoppt bin, ich habe mich relativ spontan beworben, weil mir die Kandidatenauswahl ursprünglich auf den Listen nicht getaugt hat, beziehungsweise teilweise auch kaum Leute drauf standen. Manche haben sogar dahinter geschrieben, ich kandidiere, falls nicht noch jemand anders sich draufschreibt. Deshalb wollte ich ursprünglich in 102, weil ich da auch wohne, zwar im Grenzgebiet, aber da wohne ich. Habe dann allerdings gesehen, dass es da sehr wohl gute Bewerber gibt, habe dann meine Kandidatur auch zurückgeschrieben. Das ist auch zurückgezogen. Das ist auch der Grund, warum ich so viel ins Wiki reingekippt habe in einer langen Nachtschicht. Also wenn du mal schaust, ich habe das glaube ich nachts um 4:30 oder 5 reingekippt, als ich saß da in welchen, weil ich eben sehr spontan mich entschieden hatte und dann als Nachteil gesehen hat. Deshalb wollte ich euch viel Informationen über mich geben, damit man auch, wenn ich recht kurzfristig mich kandidiere, die Leute mich kennen, die mich noch nicht kannten. Dann bin ich in 103 bin ich nicht, weil ich Wali sehr toll finde, der ist es ja auch geworden. In 104 bin ich dann wieder angetreten. Das ist hier in diesem Bezirk, weil ich eigentlich die meiste Zeit der Woche, wenn ich das in Orte fassen würde, hier in der Geschäftsstelle bin, also in absoluter Zeit. Die anderen Bezirke habe ich mich nicht aufstellen lassen. Erstens, weil schon gute Leute da waren. Zweitens, ich habe da nicht wirklich einen Bezug zu. Zu 107 wiederum habe ich einen Bezug und deshalb habe ich mich da auch nochmal aufstellen lassen. Okay. Mike? Ich hätte so eine Frage an den Alp. Zurzeit gibt es ja Probleme an der türkisch-syrischen Grenze. Da ist vielleicht der deutsche Einsatz gefragt. Vielleicht kann er mal kurz erklären, was da los ist und wie er dazu steht. Mhm. Zurzeit, also ich wiederhole, oder ich gebe dir vielleicht mal kurz den... Sehr schön. Genau. Ja,
rein hier. Folgende Frage, türkisch-syrische Grenze, da gibt es aktuell Stress. Die NATO ist gefragt, wahrscheinlich kommen deutsche Soldaten eventuell als Techniker dort zum Einsatz oder auch nicht. Kannst du mal erklären, was da los ist und wie du die Situation einschätzt, wie sich der deutsche Staat verhalten soll? Mal vorwegzunehmen, ich bin 1998, eine Zeit lang habe ich in Syrien gelebt, das war noch zu Zeiten vom Vater von Assad. Ich hatte dort Bekannte, auch in Jordanien, ich war auch eine Zeit lang in Saudi-Arabien, also ich kenne die Gegend relativ gut. Und wie gesagt, die Problematik ist dort, also ob deutsche Soldaten dahin sollen oder nicht, das Problem ist, lieber keinen Soldaten im Einsatz, weil im Endeffekt, wenn da irgendeiner von den Soldatinnen oder den Soldaten totgeschossen wird, der Familie das zu erklären, ist natürlich erstmal total scheiße. Außerdem in einen Bürgerkrieg reinzugeraten oder reingezogen werden, der über 2.000 oder 3.000 Kilometer von hier weg ist, ist auch eine Katastrophe. Aber natürlich hat Deutschland internationale Verpflichtungen und wir können natürlich auch als Piratenpartei erstmal nicht sagen, zieht euch da raus, auch wenn wir uns das wünschen würden, dass sie eben keine Kampfeinsätze haben. Wahrscheinlich wird es auch gar nicht so weit kommen. Ich denke nur, dass die Lage so ist, dass die türkische Regierung einfach, besonders Erdogan, Alp, auch einige Leute, ja? Ganz kurz, ich soll da das Stichwort Patriot-Raketen dazu geben. Ja, da wollte ich gerade hin, dass die Stationierung der Raketen eigentlich von Erdogan, ehrlich gesagt, diese Raketen nützen nichts, weil das, was von Syrien aus Richtung Türkei kommt, sind nichts, was Patriot-Raketen in irgendeiner Weise abschützen können. Das sind einzelne Granaten, Mörser. Das heißt, diese Raketen sind da nicht sinnvoll. Der Grund dafür, meiner Meinung nach, warum Erdogan das will, er sucht einfach den Rückhalt an der NATO. Das heißt, die Regierung will sagen, okay, wir gehören immer noch zusammen und wir haben halt die NATO hinter uns. Ich denke, das ist auch ein bisschen Säbelrasseln, dass er zeigt, schaut mal, wir haben die NATO bzw. noch die USA. Und also hört auf, unser Gebiet zu bedrohen, weil der Konflikt oder das, was Erdogan fürchtet, ist nicht die Krise in Syrien. Welches Regime dort an der Macht ist oder nicht, interessiert die Türkei ja nicht wirklich. Also jetzt nicht in erster Linie, sondern das größte Problem ist einfach die dort lebende kurdische Minderheit. Und von dort aus kommen natürlich jetzt, wenn das Zentralregime in Syrien auseinanderbricht, immer mehr Aktivitäten in Richtung der kurdischen Minderheit in der Türkei. Das heißt, die wollen natürlich versuchen, die Lage dort ruhig zu halten. Okay. Die wollen natürlich etwas haben, deswegen halte ich zurück, weil wir haben die NATO hinter uns. Und ich denke, das ist nicht möglich, dass auch ein deutscher Truppe dort kommen wird, weil es einfach keinerlei Sinn gibt, den Technikerraketen. Okay, Alf. Ja, es gab bereits hier zustimmendes Nicken und man ist mit einer Ausführung zu gehen. Kurz fassen. Dankeschön. Sonst würde ich die Michelle noch was fragen, aber. Okay, jetzt. Und sonst keine Worte. Bitte. Wenn sonst keine Worte haben, soll jeder auch die Chance haben, sich darzustellen. Michelle, wie schätzt du deine persönliche Belastbarkeit ein? Das wird ja doch eine heiße und stressige Phase. Ich habe schon gesagt, ich habe selber in meinem Leben, glaube ich, ziemlich viele Situationen erlebt, wo ich unter hoher Belastung war. Ich war eine Zeit lang wohnungslos, ich habe teilweise 3 Jobs gehabt, ich habe mit 14, 15 Zeitungen ausgetragen. Ich habe jetzt, habe ich Studium und Job gerade und ich habe auch schon bei den bisherigen Sachen, die ich in der Piratenpartei gemacht habe, gezeigt, dass ich, glaube ich, ziemlich belastbar bin. Und ja, ich denke, dass ich das auf jeden Fall auf die Reihe kriege, dass ich auch einen guten Wahlkampf machen kann. Und ich glaube, ich kann vor allen Dingen auch mit sehr außergewöhnlichen Situationen und Situationen, in denen ich auch unter hohem Druck stehe, glaube ich, da bin ich auch umso besser. Und das habe ich die letzten Jahre auch so gezeigt. Und das, glaube ich, werde ich auch im Wahlkampf dann weiter so handhaben. Und ich glaube, ich bin vor allen Dingen dann gut, wenn ich wirklich sehr viel zu tun habe, wenn ich wirklich sehr konkret planen muss, dann kriege ich das nämlich auch hin. Kannst du das in dein Studium einbauen, diese Auszeit? Also ich bin mit dem Studium jetzt fast fertig und für mich war das eigentlich auch immer vor allen Dingen dadurch, dass die Studieninhalte gerade in Germanistik, dass sich das sehr stark halt auch mit den Sachen überschneidet, was wir Piraten eigentlich auch machen, denke ich, dass ich das beides sehr gut ineinander integrieren kann. Die einzigen festen Termine, wo ich halt wirklich da sein muss, wo ich halt wirklich keine Zeit habe, sind dann die Prüfungstermine. Aber da sehe ich jetzt kein großes Problem von den Arbeitszeiten her, von den Stundenzahlen her. Ich brauche jetzt gerade noch dieses Semester Scheine und bin dann ab nächsten Semester scheinfrei und habe eben nur noch mein Studienende. Kralle?
Ja, wer von euch hat denn... Unterbrechung, Thunfischpizza ist fertig. Wer von euch hat wer von euch hat ein Profil auf unserer Piratenwatch-Seite angelegt und stellt sich dort schon den Fragen? Okay, Alp, hast du ein Profil auf der Piratenwatch-Seite angelegt? Ich habe auf der Piratenwatch-Seite leider noch kein Profil angelegt. Ich habe wieder so ein bisschen. Okay, Michelle, du hast? Okay. Alp noch nicht? Ich auch noch nicht. Okay. Ich werde es aber machen, falls ich... Ja, dann frage ich zwischendurch mal wieder. Michelle, du hast vorhin von dem Ausländeranteil in dem Wahlkreis gesprochen und ihn als relativ niedrig eingeschätzt. Was ist denn deine Einschätzung zu dem Thema Messestadt, wie da der Ausländeranteil ist? Also ich glaube, das ist falsch rübergekommen. Der Ausländeranteil in Messestadt ist im Vergleich in München ist es tatsächlich der niedrigste. Also das wäre dann das Gebiet Trudering-Riem. Dagegen ist es halt sehr stark in Neuperlach, da liegt es 5 Prozentpunkte, glaube ich, über dem Münchner Durchschnitt. Also gerade in Messestadt-Riem ist es tatsächlich eher niedrig, während das in Neuperlach eben ziemlich hoch ist. Bezogen auf die Messestadt direkt natürlich einfach aufgrund der Sozialwohnungen halt auch. Dann, also innerhalb Riem, Trudering Riems, ein recht großer Ausländeranteil, aber das ist nicht so viel, dass es an den Stadtdurchschnitt eben auch nur im Entferntesten ranreicht, wenn wir halt gerade in Neuperlach dann diesen ganz extrem hohen Ausländeranteil haben. Eine politische Frage an dich, die aktuelle Situation in Spanien, Thema Schuldenkrise, wie schätzt du das ein und was schlägst du für Maßnahmen vor? Also ich denke mal, zum einen ist es so, dass Wirtschaftspolitik nicht mein Kernthema ist. Ich würde mich da auf das verlassen, was wir in den Landes- und Bundesprogrammen entscheiden. An sich sehe ich den ESM ein bisschen kritisch, weil wir nicht mitentscheiden können. Gerade in Spanien jetzt, glaube ich, ist es halt so, wir haben, glaube ich, dasselbe Problem wie hier beim Länderfinanzausgleich, wenn man zu viel zuschießt und wenn man an den falschen Stellen zuschießt und bei uns geht es jetzt halt direkt an die Banken und was die damit machen, können wir nicht kontrollieren. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in Europa weiter solidarisch sind, aber ich glaube, man muss da auch tatsächlich sehr starke Vorgaben machen, was mit den Geldern passiert. Und das soll auf gar keinen Fall an die Banken gehen. Und ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass man da wirklich ein Auge auf die Nehmerländer haben sollte, dass die Wirtschaft dort auch also funktioniert und das nicht einfach irgendwo in der Luft verpulvert wird. Ich habe bei meinem Stimmkreis mitgekriegt, dass auch Leute auf einen zukommen, die direkte Fragen aus dem Stimmkreis, sozusagen wie Güterrangierbahnhof oder sonst irgendwelche Sachen, könnt ihr mir, also Frage an alle drei, könnt ihr mir etwas erzählen über euren Stimmkreis? Ganz aktuell ist, glaube ich, dass von der Galopprennbahn die Trainingsstrecke ist es, abgeschafft wird und da ein kleines Neubauviertel angelegt werden soll. Das ist eins, was im Norden des Stimmkreises recht brisant ist gerade. Was sind noch aktuelle Themen? Ja, das wäre jetzt ein Beispiel. Ja, ich kann, wie der Stimmkreis aufgebaut ist oder so. Ach so, allgemein von der Struktur. Ja, das, was, wenn jetzt jemand daherkommt, der kommt aus XY, ich kenne wie viel Zeit, wie lang soll ich sagen? Okay, machen wir erstmal einen nach dem anderen. Ja, also soll ich kurz skizzieren, den ganzen Stimmkreis? Einfach nur von dir abkupfern. Ja, ich kann vielleicht nur präzisieren und dann alle drei, oder? Dann würde ich es einfach machen. Also ich habe es schon gesagt, ich bin ja in dem Stimmkreis geboren und habe da 23 Jahre lang auch gelebt. Ich habe die Umwandlung mitbekommen also zur Messestadt. Und das ist halt auch, zum einen ist es eine Planstadt, das heißt, da funktioniert eigentlich alles ganz gut. Man versucht jetzt, glaube ich, gerade auch in Neuperlach das ein bisschen auszugleichen. Und ja, aktuelle Themen, ich kenne auch das Galopprennbahn-Thema. Und da ist es natürlich sehr interessant, weil da eben neue Wohnungen gebaut werden könnte. Das wäre natürlich sehr gut. Vor allen Dingen, weil es eben halt dadurch,
wie das jetzt in Trudering-Riem bisher gelaufen ist, auch ganz gut funktioniert. Und eben anders als jetzt bei Neuperlach zum Beispiel auch weiter gut funktionieren wird, weil das eben besser durchdacht ist. Ja, konkret ein Thema aus den Bezirksausschüssen. Wir haben jetzt auch gerade in Neuperlach, glaube ich, irgendwo wohnen, wo jetzt Sozialwohnungen nochmal entstehen sollen. Das war jetzt ein Thema, das gerade im WA nochmal... Eigentlich Landtag ist ja das, was du da machst. Ja. Nee, aber das waren, also ich habe einfach geschaut, was für Themen da auch interessant sind. Ich meine, wobei man natürlich schauen muss von der Landespolitik her, was da starken Einfluss hat, war natürlich, also ich habe es ja vorhin schon genannt, Siemens Infineon, das heißt, die sind ja dann nach Unterharing gegangen. Das heißt, da sieht man halt auch, wo gerade Neuperlach als Standort eben auch von der Landespolitik sehr stark abhängig ist. Man hat damals eben Siemens zugeschossen, die haben ein bisschen in Unterharing eben auch gebaut, was jetzt nicht so schlimm ist, weil das halt direkt nebenan ist und man da auch noch eine sehr gute Verbindung hat. Aber das sind natürlich Sachen, wo wir auch mit von der Landespolitik her einen sehr starken Einfluss dann eben auch auf Neuperlach haben. Die andere Sache ist natürlich mit der Messe Stadt Riem. Was mich da persönlich sehr stark interessieren würde, wenn wir dort in der Verkehrspolitik ein bisschen was machen könnten. Also weil die sind halt von dem Ausbau bis jetzt, profitieren die halt bisher überhaupt nicht. Und gerade was jetzt ein Piratenthema betrifft, so zweite Stammstrecke versus Südring, wäre halt eine Sache, dass wir, glaube ich, da auch erklären könnten, dass wir mit dem Südring möglicherweise noch eine Möglichkeit hätten, dann endlich mal eine öffentliche Verbindung vom Flughafen direkt zur Messestadt zu bauen. Der Redezeit bei Alpsal auch noch eine Chance. Ach so, okay, klar. Das sind halt, glaube ich, Themen, die zum einen für die Neuperlacher und Riemer interessant werden und zum anderen halt auch ein Thema, das jetzt mal wirklich von uns eingebracht werden könnte. Okay, Alp, die Frage ist, wenn jetzt jemand von dich zu dir auf die Straße kommt und einfach etwas sagt, ich komme aus dem Wahlkreis, was würdest du dem erzählen? Wo sind denn gerade die kommunalen Probleme auch im Wahlkreis von euch? Also wie gesagt, ich bin ja in Neuperlach zur Schule gegangen und meine Themen, die mich bewegen, ich denke, es gibt sicherlich einige kommunale Themen, da bin ich nicht ganz so fit, aber das ist auch nicht mein Bereich und damit trete ich auch nicht an, sondern ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich in gewisse Ausschüsse will und in gewisse Art von piratischer Politik und piratischer Sichtweise in gewissen Sachen durchbringen will und das ist eben hauptsächlich auch Ausländer- und Integrationspolitik und ich denke, das ist in diesem Bereich auch ein Thema. Und wenn mich da wie gesagt einer fragt, was ich da machen würde, wäre das erstmal Jugendbetreuung, die Freizeitheime ausbauen, sicherlich Hausaufgabenhilfe. Und das Allerwichtigste, und ich denke, das wird, und das ist das, was ich am meisten vermisse, ist, dass den Leuten oder den Jugendlichen heutzutage nicht mitgeteilt oder nicht beigebracht wird, also auch denen, die dort sind, in diesen Bezirken, die eigentlich mit diesen politischen Themen nicht viel zu tun haben, wie wertvoll Demokratie und auch Beteiligung ist. Und ich denke, das muss man denen nicht nur im Schulstoff, in der Sozialkunde vielleicht eine Dreiviertelstunde einmal in ihrem ganzen Schulleben einpflanzen, sondern man muss es ihnen wirklich versuchen zu erklären, wie wichtig es ist, sich politisch zu beteiligen. Und ich denke, dort wäre im Ausschuss Jugend, und für den ich mich ja vorhin auch beworben habe und gesagt habe, da wäre ich dran interessiert, dass wir das in dem Bereich rüberbringen und auch die Leute über ihre Rechte und über ihre Pflichten aufklären und dass man sich politisch beteiligt und dass man das den Menschen rüberbringt. Besonders, weil sich dann Menschen auch, ob es auch Jugendliche sind oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle, sich mit politischen Themen auseinandersetzen und dann überlegen und dementsprechend dann auch an die Wahlurnen gehen und ihre Stimmen abgeben. Denn es kann ja nicht sein, dass die Leute zwar ihre sozialen Probleme haben und in diesen Gebieten gibt es eben auch extreme soziale Probleme. Es ist ja nicht so, dass dort jetzt alle irgendwie wie in Grünwald jetzt in Frankreich leben, sondern dass man den Leuten dort von vornherein, also die früheste Jugend einfach aufklärt, ihnen was erzählt und auch Integrationspolitik betreibt, auch die Leute, die aus dem Ausland kommen, nicht so gut die Sprache kennen, dass man sich darum kümmert und den Leuten, wie gesagt, wichtige Informationen gibt, dass sie sich dementsprechend integrieren können. Und das wäre mein Bereich und so würde ich an die Kommunalthemen, also die mich dann in meinem Bereich interessieren würden, beziehungsweise wo ich mich darum kümmern würde, weil ich eben da das mehr oder weniger den Background habe, so würde ich mich da einbringen und dem auch antworten. Dankeschön. Okay, danke. Nur eine Nachfrage zum Alp jetzt. Du hast gesagt, du bist da aufgewachsen, bist dann auf das Thema umgesprungen. Wenn du dort aufgewachsen bist, müsstest du ja eigentlich mehr über den Stimmkreis sagen können, zumindest was die Struktur anbelangt.
Okay, jetzt, wenn du dort in der Haag aufgewachsen wärst, müsstest du ja etwas mehr über die Struktur des Wahlkreises sagen können. Es gibt also hier eine Nachfrage vom Arnold. Ich gebe nochmal einfach das auf genau gestellt und auch noch kurz an Arnold. Moment. Es geht nur darum, du hast jetzt hier, aber zwischen Lars und sonst was, ich denke, dass du mehr über den Stimmkreis weißt, aber da nichts gesagt hast. Du bist ja wohl dort aufgewachsen, wenn ich das vorhin richtig gehört habe. Kurz Luft anhalten. Ich mache jetzt zum Mikro. Jetzt bitte nochmal. Gammersdorf aufgewachsen, Neutellach zur Schule gegangen. Okay. Okay. Soll ich dann so kurz aufskizzieren? Interessiert das jemanden? Nee. Nö. Die Frage war, was du dann über diesen Stimmkreis erzählen kannst, aber was vielleicht auch andere interessiert im Wahlkampf, für den Wahlkampf. Meine persönlichen Erfahrungen aus der Zeit, die ich dort verbracht habe, und das war nicht wenig. Und das ist natürlich so, dass es damals, als ich dort, wie gesagt, noch zur Schule gegangen bin, das war eben in den 90er Jahren, Ende der 90er, die zweite Hälfte, dass es dort extreme Schwierigkeiten, wie gesagt, mit ausländischen Jugendlichen gab, das heißt integrationstechnisch, und dass die größten also mit denen ich auch damals, wie gesagt, zu tun hatte, und dass das Thema Integration sehr wichtig ist. Über die Struktur an sich, jetzt über die Wählerstruktur, bin ich jetzt nicht wirklich so sehr informiert. Das liegt aber nicht daran, dass es mich nicht interessiert, sondern dass eben der Bereich, wo ich mich drum kümmere, eigentlich der ist, dass die Menschen, die dort sind, wählen gehen sollen. Das heißt, die sollen lernen oder die sollen aktiv an der Demokratie mitarbeiten. Das ist, glaube ich, eines unserer wichtigsten Themen bei den Piraten, und deshalb bin ich auch dabei. Und ich denke, dort gibt es ein unglaublich großes brachliegendes Potenzial, und das müssen wir in irgendeiner Art und Weise, denn wenn es jemand schafft, dann sind wir das, aktivieren. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine unglaublich große Basis, die auch sehr gute Ideen und auch sehr fruchtbare Ideen hat. Und ich denke, das größte Ding ist, in den Regionen, auch in Neuperlach, dass dort ein großes Potenzial brach liegt, das nicht genutzt wird und das eigentlich sehr, sehr viel Potenzial hat, mit dem wir und mit dem auch die Stadt oder auch der Bezirk arbeiten kann, und das auch sehr vorteilhaft für alle sein wird. Und ich denke, da müssen wir investieren und in die Richtung müssen wir gehen und auch ganz gezielt Programme oder dementsprechend Vorschläge in der Regierung oder in den Kommunalverwaltungen reinbringen. Soll ich jetzt noch zu? Ja. Okay, dann das, was ich angedroht habe. Fangen wir mal im Norden an und arbeiten uns nach Süden. Wir haben oben die Galopprennbahn, was ein sehr, sehr großes, flächiges Gebiet ist. Davon fällt ja jetzt die Trainingsstrecke weg. Dann geht es Trudering-Riem, das ist eher ein gewachsenes Viertel, was in den letzten Jahren zwar auch ausgebaut worden ist, aber eigentlich schon länger gewachsen. Wir haben aber im Osten haben wir eine große Planstadt, die Messestadt Riem, was meines Erachtens nach gar nicht so schlecht gelungen ist, ist allerdings wirklich eine Planstadt. Direkt darunter haben wir dann noch das ehemalige Buga-Gelände, Bundesgartenschau-Gelände. Das wird auch, denke ich mal, ein lokal sehr wichtiges Thema sein. Dann geht es weiter nach Süden. Da haben wir dann auch wieder gewachsene Ortsteile wie Perlach. Dann wiederum ganz neue, in Anführungsstrichen neue Teile, es ist Mitte, Ende der 60er, Anfang 70er gewesen, Neuperlach, eine Planstadt, wo allerdings die eigentlichen Pläne nicht ausgeführt worden sind. Deshalb ist da einiges im Argen, was versucht wird, halbherzig jetzt umzusetzen. Wir haben dann noch weiter im Osten, sowohl oben in Trudering-Riem als auch unten bei Perlach noch Wald-Trudering und Wald-Perlach und die Gartenstadt-Trudering. Das sind eher gutbürgerliche mit Reihenfamilienhäusern und Ähnlichem. Wir haben da sogar noch relativ große Waldgebiete am Rand. Im Süden sind auch noch ein paar Ackerflächen. Das ist auch nicht so häufig, gerade im Osten. Im Westen gibt es noch größere Ackerflächen oder im Nordwesten. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, der Münchner Osten ist von außen, also von außerhalb München, sehr, sehr eng bewachsen. Das ist angefangen vom Süden mit Neuwieberg bis hoch nach Kronsdorf, nämlich die kompletten Randbezirke sind sehr dicht an München rangewachsen. Teilweise auch mehr oder weniger künstlich erstellte Ortsteile, die direkt an der Grenzmarkung anschließen. Und weil die Gebiete eben so unglaublich unterschiedlich ist, von
ich sag mal, spießigen Reihenhaussiedlung bis zu verkorksten Wohnblöcken ist auch entsprechend die Bevölkerung sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss man auch dann im Wahlkampf, beziehungsweise wenn man den Bürger auch ansprechen will, sehr, sehr unterschiedlich herangehen. Jemand, der gut situiert in einem Reihenhaus sitzt, hat sicherlich andere Probleme als jemand in so einem Wohnbungalow. Ganz kurz. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was zur Wählerstruktur allgemein sagen. Also es ist ganz interessant, wir haben in diesem Stimmkreis eine Zahl von Bürgern, die überhaupt wählen dürfen, von 72%. Im gesamten Stadtgebiet München sind es 76%. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir halt in Riem sehr stark Familien mit Kindern haben. Also das ist mit der Stadtteil Münchens, wo es am meisten Familien mit Kindern, Jugendliche gibt, die eben uns noch nicht wählen dürfen. Umso wichtiger ist es den Leuten natürlich, was wir für Familien und was wir für die zukünftige Generation tun. Ich denke auch, dass wir dadurch, dass die Leute halt auch bald in ein wahlfähiges Alter kommen, jetzt leider noch nicht zu der Wahl, aber dann halt zur nächsten, dass wir da halt auch einen starken Wahlkampf machen können in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Und ich denke, mich persönlich würde es auch freuen, wenn wir uns in dem Bereich noch ein bisschen ausbauen bis dann zur Landtagswahl, also programmatisch. Die andere Sache ist natürlich, in Neuperlach haben wir dann deswegen eine sehr geringe Wählerquote, also eine Möglichkeit von Leuten, die überhaupt wählen, weil wir halt so viele Ausländer haben, die halt auch noch erste Generation sind, das heißt, die eben noch keinen deutschen Pass haben. Ich denke aber, gerade weil auch der Anteil an Ausländern, also an Deutschen mit Migrationshintergrund sehr, sehr hoch ist, also gerade auch im Vergleich zum städtischen Durchschnitt, dass wir dort auch vielleicht Wahlkampf machen können mit einer Position, die jetzt Wally vorgeschlagen hat, gerade im Pirate Feedback, und zwar, dass es ein Wahlrecht für Ausländer gibt, die 5 Jahre lang in Deutschland sind. Ich glaube, das sind 2 Punkte, also zum einen die Familienpolitik und zum anderen eben sehr, sehr stark die Möglichkeit, dass wirklich auch Ausländer wählen dürfen, also echte Ausländer wählen dürfen, die keinen deutschen Pass haben. Das sind eben 2 Sachen, wenn wir die hoffentlich ins Wahlprogramm bekommen können, wenn wir dort auch ziemlich stark Wahlkampf damit machen. Und ich hoffe, dass wir dort auch Stimmen bekommen. Der Flo hat es ja schon gesagt, dass es eine sehr niedrige Wahlbeteiligungsquote gab bisher. Es ist leider auch so, dass es immer dazu geführt hat, dass sehr schwarz gewählt wurde bisher. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie wir uns da gegen die CSU durchsetzen müssen. Und ich denke, das schaffen wir einfach auch dadurch, dass wir die Leute erstmal überhaupt zum Wählen bringen, weil ich glaube nicht, dass die grundsätzlich eher das CSU-Zielpublikum sind. Bezirksausschuss Todering-Riem gibt es ein beherrschendes Thema. Da geht es um die Umgehungsstraße oder die Verbindungsstraße zwischen Todering und Riem und was da so an Umgehung geplant ist und wie die Buga davon betroffen ist. Wie ist denn euer Standpunkt dazu? Genau, es gibt eine Umgehungsstraße, die geplant wird, Todering-Riem. Die geht wohl durch die Buga hindurch, eventuell. Ist wohl ein heißes Thema im Bezirksausschuss dort. Wie stehst du dazu? Was weißt du darüber? Also zu dieser Umgehungsstraße muss ich mal Folgendes sagen. Das ist natürlich die dort wohnenden Menschen, die sind natürlich an ihre Gegend gewöhnt, auch an dieses große Gelände, wo diese Bundesgartenschau regelmäßig stattfindet. Das Problem ist, da ich eben auch BWLer bin, denke ich auch immer ein bisschen wirtschaftlich. Und ich denke, wenn Infrastrukturausbau in irgendeiner Art und Weise den Menschen hilft oder Arbeitsplätze schafft oder verkehrstechnische Probleme löst, und in München haben wir dann wirklich genug davon, denke ich, wäre diese Umgehungsstraße eigentlich nicht schlecht. Also ich bin jetzt nicht prinzipiell dagegen. Natürlich gibt es Leute, die das nicht möchten, weil sie einfach landschaftstechnisch oder auch irgendwelchen anderen Gründen das nicht wollen, aber ich glaube, dass gewisse Sachen einfach notwendig sind, auch wenn es uns nicht gefällt oder wenn es gewissen Leuten nicht gefällt. Aber ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht wäre das Ding nicht, also meiner Meinung nach nicht abzulehnen. Die Kosten und die Kosten-Nutzen-Geschichte müsste man sich dann nochmal anschauen. Aber soweit bin ich da nicht drin. Aber ich denke, von der Grundeinstellung her wäre ich erst einmal dafür.
Ich muss gestehen, so tief bin ich in der Debatte leider nicht drin. Ich habe es nur am Rande mitbekommen und die Information ist auch schon älter. Ich weiß nicht, ob es neuere gibt. Mein letzter Kenntnisstand war, dass es 3 Varianten gibt, wobei 2 jetzt suboptimal sind. Eine schneidet auch das Buga-Gelände relativ stark. Und ich weiß jetzt noch nicht, in welche von den 3 Varianten. Eine von denen hat mir persönlich gar nicht so schlecht gefallen. Die hat das Buga-Gelände auch nicht so stark. Es hat mehr oder weniger nur gestreift, das Buga-Gelände, und nicht durchschnitten. Die war allerdings, glaube ich, ein bisschen teurer, nicht viel, aber ein bisschen. Müsste ich mich allerdings genau mit auseinandersetzen mit der konkreten Umgehungsstraße. Also erstmal von diesem Antrag im Bezirksausschuss habe ich jetzt selber nichts mitbekommen. Was ich sagen würde, grundsätzlich das Bundesgartenschaugelände. Es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Park, den es dort gibt für uns. Und ich sehe jetzt persönlich nicht unbedingt den Sinn drin, da nochmal eine Verbindungsstraße zu machen. Wir haben zum einen die Wasserburger Landstraße, die aus München rausgeht, die ja ewig lang ist. Da gibt es auch schon eine Straße, die, glaube ich, den Buga-Park weitgehend auch schneidet. Auf der anderen Seite gibt es den Schatzbogen bzw. den Übergang zu Kirchtrudering. Das läuft dann, glaube ich, über die, ich habe da drunter unter der Ickelsamer Straße gewohnt, über den Schatzbogen Brucker, Seebrucker Straße, Bruckerweg, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Truderinger Straße, genau, geht es hier rüber. Also ich glaube grundsätzlich, ich kenne jetzt die Situation nicht, wie es ist, wenn dort natürlich Stau ist und sowas, aber grundsätzlich hört sich das für mich erstmal nach einer ziemlich komischen Aktion an, dass man sagt, man muss da jetzt noch mehr Verbindungsstraßen schaffen. Die andere Sache ist natürlich, dass es raus zur Messe geht. Das muss man natürlich auch immer beachten. Wobei wir da natürlich auch jetzt schon eine ziemlich gute Anbindung haben von der U-Bahn und sowas. Das heißt, darauf jetzt unbedingt Rücksicht zu nehmen, da denke ich, muss man eher Verbindungswege schaffen vom Flughafen aus dann. Grundsätzlich, ich persönlich würde sagen, ich finde es überhaupt nicht schön, wenn da noch mehr gemacht worden ist. Das ist auch, glaube ich, relativ sinnvoll geplant worden vor 10, 15 Jahren, als der Park angelegt worden ist. Ob es natürlich aktuell Probleme gibt, weiß ich nicht. Was die Piratenposition angeht, würde ich mich da aber auch, glaube ich, nochmal mit der AG dann zusammensetzen. Ich glaube, es ist Umwelt, Bauen und Verkehr. Und würde da, glaube ich, auch ein Konzept entwickeln, wobei ich glaube, das müssten wir dann natürlich auch im Hinblick eben auf diesen Bezirksausschuss auch nochmal besprechen. Aber ich denke mal, da ließe sich halt auch von den Piraten dann natürlich nur gemeinsam ein Konzept erarbeiten, weil ich bin jetzt auch kein Verkehrsexperte, ich kenne halt nur die persönliche Situation dort. Und also meiner Meinung nach mit den Straßen und Verbindungen, die es bisher gibt zwischen Truderinger und Riem, also aus meiner Sicht sind die ausreichend. Ich verstehe gerade diese Diskussion im Bezirksausschuss auch nicht ganz. Na gut. Ich spiele Fragen, Foxy. Was willst du im Landtag erreichen und wieso nur im Landtag? Akustisch bitte nochmal. Ich spiele Fragenproxy. Was willst du im Landtag für die Bürger erreichen und wieso nur im Landtag? Gut. So, wortwörtlich, aus Twitter. Wieso nur im Landtag ist vermutlich darauf angespielt, warum nicht auch im Bezirkstag? Ja, das sind komplett verschiedene Ebenen der Politik. Landtag ist Landespolitik, Bezirkstag ist wirklich Kommunalpolitik. Kommunalpolitik ist jetzt persönlich nicht mein Metier, da bin ich auch nicht so drin. Mich interessieren eher Landesthemen, deshalb nur Landtag. Welche Themen will ich für den Bürger ändern? Ja, vor allem Nachvollziehbarkeit der Entscheidung. Und da für Nachvollziehbarkeit der Entscheidung braucht es Offenlegung der Details, sprich, der Bürger muss, wenn er sich für eine konkrete Sache interessiert, alle Daten zur Verfügung haben, um selbst eine wirklich mündige Entscheidung treffen zu können. Und im Moment ist das nicht der Fall. Sehen wir aktuell zum Beispiel bei der 2. Stammstrecke, wo die Pläne nur wenige Tage oder ich glaube 2-3 Wochen offen liegen und danach wieder verschlossen werden. Das heißt, man hat nur die Möglichkeit, dann länger in die Akten einzusehen, wenn man klagt. Einfach mal so. Aber der Bürger hat jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, die nächsten 2 Wochen passt mir nicht, ich gehe erst in 4 und schaue mir dann die Pläne detailliert an. Und sowas sollte man und kann man auch sehr schnell ändern. Okay, die Frage ist, was willst du für den Bürger im Landtag verändern und warum nur im Landtag? Das ist einfach eine ganz einfache juristische und verfassungstechnische Frage. Es gibt einfach Sachen, die werden im Landesebene beschlossen
und es gibt Sachen, die werden auf Bezirks- bzw. Kommunalebene beschlossen. Und mein Hauptanliegen sind einfach Themen, die auf Landesebene beschlossen werden. Wenn man die auf Kommunalebene beschließen könnte, dann kann man da natürlich auch dort aktiv werden. Aber es sind halt hauptsächlich Landesthemen, Bildung und Integration, Ausländerpolitik und deshalb, natürlich gibt es auch auf Bezirks- bzw. Kommunalebene gewisse Sachen, die man da machen kann, aber das Grand oder die Haupt, der Hauptaugenmerk liegt doch im Landtag, darum geht es halt einfach nicht anders. Also ich habe das System nicht aufgebaut, aber man muss sich halt entsprechend danach richten. Also ich möchte auch für mehr Transparenz sorgen und für mehr Bürgerbeteiligung. Und was die andere Sache ist, die ich ja schon angesprochen habe, dass ich mich vor allen Dingen für innere Sicherheit interessiere. Und das ist einfach ein Landesthema. Der Bayern-Trojaner kommt aus Bayern, wie der Name schon sagt. Der kommt einfach von uns aus dem Innenministerium. Da sitzen einfach die Leute, wo wir an die Piraten rangehen müssen. Das ist zwar beim Bezirkstag geht es zwar auch um Transparenz und sowas, aber ich sehe halt, dass ich mich vor allen Dingen, glaube ich, bei den piratigen Landesthemen dann einbringen könnte. Zum anderen ist es für mich auch so, dadurch, dass ich eben auch aus Bayern selber bin, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr den Überblick über ganz Bayern. Und ich denke, dass das für mich auch ein Grund ist, warum ich halt auch wirklich auch für ganz Bayern etwas tun möchte. Gerade, ich habe es ja auch schon angesprochen, also zum Beispiel auch im kulturpolitischen Themen oder sowas, das sind einfach Themen, die eben auf Landesebene sehr stark entschieden werden. Und deswegen geht es halt für mich eher auch um die Landesebene. Okay. Kalle? Ich habe im Wiki gesehen, da steht für den Bezirk der Alp, glaube ich, noch als Kandidat drinnen. Deshalb Frage, ob er denn das aufrecht erhält oder ob das Wiki dann nur veraltet ist, falls jetzt nicht für den Landtag gewählt wird. Okay, Alp, die Frage ist, wenn du nicht für den Landtag gewählt werden solltest, stündest du auch weiterhin für den Bezirk zur Verfügung, weil du ja im Bezirk im Wiki noch drin stehst. Ja. Und wenn ich im Landtag nicht gewählt werde, wichtig ist es für mich die piratigen Themen, die piratige Sichtweise und auch sicherlich diese Themen irgendwie in die Politik reinzubringen. Und ich glaube, ich kann das, ich versuche das, dafür ein Sprachrohr zu sein und mich auch mit meinen Freunden und mit euch zu beraten und auch eure Vorschläge dementsprechend wahrzunehmen und weiterzugeben. Falls ich nicht gewählt werden sollte, werde ich mich sicherlich mit euch nochmal, also mit dir, Martin, mit Holger, sicherlich auch mit einigen Freunden aus meiner AG noch zusammensetzen, mich unterhalten und dementsprechend dann entscheiden, wie ich dann weitergehen werde. Aber wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt eben im Augenblick auf dem Landtag, nicht im Bezirkstag. Und sozusagen eine Ämterkumulation kommt für mich nicht in Frage. Das heißt, wenn, dann nur das eine. Aber ich schaue halt, wo ich einfach so weit wie möglich diese Themen, die wichtigen, die auch sehr wichtig sind, besonders mit der Jugend, voranbringen kann. Und ich denke, ich hoffe, ich schaffe das mit eurer Unterstützung. Und dass wir zusammen dann die Menschen das Leben etwas leichter machen können. Danke. Okay, danke. Eine Frage an alle. Wir haben ja nicht zu jedem Thema eine offizielle Position. Wird sich vielleicht ändern bis nächstes Jahr, aber trotzdem, wie geht ihr damit um, wenn Fragen auftauchen, einerseits im Wahlkampf, aber ganz speziell dann halt auch im politischen Alltag, wo man eben mal nicht schnell die Basis fragen kann und es keine Position gibt? Also erstmal halte ich mich da ans bayerische Gesetz. Es gibt Gewissensfreiheit für Abgeordnete. Erstmal, was ich sage, sollte eigentlich absolut das sein, was ich für mich selber empfinde. Die andere Sache ist, ich hoffe, dass es wirklich wenige Situationen gibt, wo man wirklich gar keine Möglichkeit hat, das nochmal durchzusprechen. Weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch nochmal eine andere Sichtweise mitzubekommen. Und ich war jetzt die letzten 2-3 Jahre jeden Tag am Stammtisch. Jede Woche am Stammtisch. Das heißt, ich glaube, wenn man einfach auch die aktuellen, tagesaktuellen Themen im Blick hat, findet man hier auch immer gerade, wir haben eine sehr bequeme Situation hier auch in München, immer die Gruppe oder die AG, die man dann wirklich sehr, sehr schnell ansprechen kann. Die andere Sache ist, ich mache ein Mumble auf, ich mache eine Liquid Feedback Abstimmung, eine schnell Liquid Feedback Abstimmung oder sowas, um zumindest erstmal Argumente zu bekommen.
Das wäre mir ganz wichtig, was ich eben auch nutzen würde. Wobei ich sagen muss, Liquid Feedback ist für mich nichts, womit ich Entscheidungen treffen kann, weil ich einfach in der Zeit auch nicht weiß, welche Leute ich da erreicht habe. Und ich auch immer wissen muss, wie werte ich die Sachen, die ich bekommen habe. Das heißt, das eine, was ich auf jeden Fall machen würde, wäre, dass ich mich sofort mit der nächsten AG zusammensetze, die sich um das Thema kümmert. Und auch einfach mal eine E-Mail schreiben, Leute, was haltet ihr davon? Weil teilweise eine Entscheidung zu treffen, auch eine eigene Entscheidung, kann ich eben nur aufgrund von Informationen, die ich bekomme. Und da das eigene Sichtfeld, glaube ich, teilweise sehr eingeengt ist, würde ich einfach auch sagen, Leute, gebt mir Input. Und ich hoffe, dass ich auch gerade für den Wahlkampf ein Team zusammenstellen kann von wirklich einer sehr bunten Mischung von Leuten, die sich überall auskennen, die halt überall Experten sind. Ich weiß einfach dadurch, dass ich die letzten 2-3 Jahre jetzt auch dabei sind, gerade in München, wer Experten für oder wer auch ganz allgemein als Experte für bestimmte Sachen auch gesehen wird. Ich kann sehr genau sagen, wer was arbeitet und sowas, und ich weiß auch ganz genau, welche Leute ich zu welchen Themen auch fragen kann. Ich würde keine eigenen Entscheidungen treffen, wenn ich mich nicht fundiert informiert hätte. Aber ich würde tatsächlich auch eigene Aussagen zu Themen machen, zu denen wir jetzt noch keinen Beschluss haben, sofern das bei uns überhaupt bearbeitet wird. Die Frage ist die, wenn du gefragt wirst zu einem, oder wenn du im Wahlkampf zu einem Themenbereich gefragt wirst, zu dem wir als Piraten noch keine offizielle Parteimeinung haben, wie reagierst du darauf? Das kommt ganz drauf an, ob das ein... Präzisierung, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach. Also das kommt im Endeffekt ganz drauf an, ob das jetzt ein Bereich ist, wo ich mich auskenne oder ein Bereich ist, wo ich einfach nicht fit bin. Und wenn es ein Bereich ist, wo ich nicht fit drin bin, dann würde ich entweder mich schlau machen und dann antworten, beziehungsweise ich würde an jemanden verweisen, der es weiß. Denn ich muss hier nicht alles wissen, ich kann auch nicht alles wissen und ich muss auch nicht zu allem meinen Senf dazugeben. Also es gibt Sachen, bei denen kenne ich mich aus, da glaube ich einfach mitreden zu können und dann melde ich mich auch. Ich denke, alle, die mich kennen, wissen das. Und bei den Bereichen, wo wir keine Meinung haben, würde ich dann unter Vorbehalt sagen, ich denke, oder meiner Meinung nach, aber das ist offiziell keine Parteiposition, aber auf jeden Fall ist es mit den piratischen Grundsätzen vereinbar. Das heißt, es ist jetzt keine Meinung, die da komplett davon abschweift, sondern im Grunde eigentlich vereinbar ist. Man muss halt gucken, ob es jetzt dann im Endeffekt wirklich eine ist, die dann noch gewählt wird, in Parteitagen beschlossen wird. Das ist dann nochmal eine andere Sache, aber ich würde dann, wie gesagt, dementsprechend sagen, ja, das ist meine Meinung, so denke ich. Es gibt dazu jetzt noch keinen konkreten Beschluss, aber im Grundsatz entspricht meine Meinung ja oder meine Grundauffassung ja dem piratischen Werten, und dementsprechend würde ich so damit umgehen. Ich erlaube mir mal, deine Frage in zwei Teile zu splitten. Erstens, wenn sofort eine Antwort nötig ist. Dann würde ich erstmal versuchen, aus den Grundsätzen, die wir ja sehr wohl haben, was herauszuleiten. Ist natürlich dann meine Meinung und sollte so auch klar gebrandet werden. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, dann haben wir so ganz viele Tools. Wir Piraten lieben ja diese Tools. Angefangen von Liquid Feedback, Bayern Feedback, Redmine und wie sie alle heißen. Da gibt es auch schon halbwegs ausgereifte Systeme. Berliner benutzen, soweit ich weiß, Redmine-System, was nicht allzu schlecht funktioniert. Und wird auf diese Tools zurückgreifen. Plus, wir haben hier wirklich eine Luxussituation. Wir haben hier diese LGS. Und da treffen sich ganz oft irgendwelche AGs und FGs. Da kann man dann auch mal nachfragen, wie denn so die Meinung ist. Und zu guter Letzt haben wir mal 2010 so ein Programmentwicklungskonzept beschlossen. Wenn das dann mal umgesetzt ist, dann könnte man daraus auch Stimmungen der Partei abgreifen. Das ist das Ziel des Programmentwicklungskonzepts. Und damit kann man dann auch meiner Meinung nach an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir klare Stimmungsbilder innerhalb der Partei abgreifen können. Solange Programmentwicklungskonzept allerdings noch nicht umgesetzt ist, geht das auch noch nicht. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich hiermit die Fragerunde. Ich danke den Kandidaten für ihre Antworten und übergebe an Markus. Okay, wieder die obligatorische Frage. Möchte noch jemand kandidieren oder jemand einen Kandidaten vorschlagen? Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit. Okay, diesmal keine spontanen Kandidaturen. Gut, dann habe ich schon die richtigen Stimmzettel ausgedruckt.
Ihr bekommt jetzt gleich, also dann ist die Kandidatenliste offiziell geschlossen, und soweit. Dann bekommt ihr nachher gleich von mir und dem Wahlhelfer Holger hier vorne, wenn ihr eure Stimmkarte mit vorbringt, einen Stimmzettel ausgehändigt. Da habt ihr die Möglichkeit, bei jedem der drei Kandidaten vorne in das rechteckige Feld ein Kreuz zu machen. Nachdem wir Approval Voting haben, könnt ihr bei jedem der Kandidaten ein Kreuz machen, wenn ihr allen Kandidaturen zustimmt. Wenn ihr nur einen oder zwei Kandidaten habt, könnt ihr auch nur ein oder zwei Kreuz machen. Wenn ihr kein Kreuz macht, bedeutet das, dass ihr alle Kandidaten ablehnt. Enthalten könnt ihr euch durch Nichtabgeben des Stimmzettels zum Beispiel. Ihr habt auch die Möglichkeit, im Vorraum oder drüben im kleinen Raum eure Stimmabgabe geheim zu machen. Wenn ihr darauf Wert legt, dann nutzt die Chance bitte. Gibt es sonst noch Fragen zum Wahlverfahren? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann teilen wir jetzt Stimmzettel aus. Dann ist der Wahlgang damit geschlossen und jetzt wow. Sehen wir aus. Ein Ergebnis. Es wurden drei Stimmzettel abgegeben, alle waren gültig, war kein leerer Stimmzettel dabei. Auf Kandidat 1, Flo, entfielen 3 Stimmen, auf Kandidat Nummer 2, Alp, entfielen 2 Stimmen, auf Kandidat 3, Michelle, entfiel 1 Stimme. Damit hat Flo 100% der Stimmen erreicht und ist gewählt. Flo, ich darf dich fragen, nimmst du die Wahl an? Ja, danke schön. Dann darf ich die Versammlung fragen, will irgendjemand Einspruch gegen diese Versammlung, gegen die Wahl erheben? Ich sehe, das ist nicht der Fall und gratuliere hiermit Flo Breik, unserem Kandidaten für die Landtagswahl im Stimmkreis 107 und schließe hiermit die Versammlung. Es geht um Punkt 8 weiter, die Stimmbewertung müssen da bleiben. Gut, dass überhaupt da ist. Das ist ja richtig peinlich. Das ist so gut. 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 Das ist so
So, dann darf ich euch zum zweiten Mal an diesem Abend begrüßen. Jetzt für die Aufstellungsversammlung zum Bezirkstag im Stimmkreis 107. Im Namen des Kreisverbands München eröffne ich hiermit die Versammlung. Es ist wieder die gleiche Frage, bestehen Einwände? Ich mache es jetzt kurz gegen die Akkreditierung. Sind die gleichen Leute wie vorher? Danke. Wir brauchen mal wieder einen Versammlungsleiter. Irgendwie werde ich vorgeschlagen, besteht Einverständnis? Danke. Besteht weiterhin Einverständnis mit Geschäftsordnung, Wahlordnung? Ja. Mit Zulassung der Öffentlichkeit inklusive Streaming? Ja. Wir brauchen einen Wahlhelfer, Wahlleiter, Markus? Ja. Er sollte auch Protokoll führen? Jawohl. Wir benötigen zwei Zeugen. Eins, zwei. Sehr schön. Ihr habt den Job. Ich kann jetzt mal fragen, Mike, bist du mit den Zeugen einverstanden? Sehr. Du bist... Wir benötigen einen Wahlhelfer. Wahlhelfer. TJ? Okay. Bestehen Einwände gegen den Wahlhelfer? Nein. Okay. Seid ihr weiterhin mit einer Redezeitbegrenzung auf 10 Minuten einverstanden? 1, 2, 3. Einstimmig. Gut. Dann darf ich die Kandidaten zu mir bitten. Ich möchte Alp vorschlagen. Gut, Alp ist hiermit vorgeschlagen. Martin, ich nehme an, du machst weiterhin Proxy. Gut, dann darf ich dich nach vorne bitten. Ja gut, das muss jetzt der Proxy bzw. Alp wissen, ob er kriegt wieder 10 Minuten Vorstellungszeit. Ich weiß nicht, ob er sie nutzen will. Ja. Das ist, glaube ich, nicht zulässig. Nicht zulässig? Wir können eine Frage stellen. Ja, also wir müssen den Kandidaten. Ja, wir müssen den Kandidaten sein Vorschlag. Ja, okay, das ist nicht klar. Wenn er will, dann ist das eine andere Frage. Aber. Ja, genau. Dann könnt ihr auch verzichten. Ja, ja. Also, Martin, du hast das mitgekriegt. Das scheint eine gewisse. Grundstimmung. Vorstellungsmüdigkeit. Für Alp zu bestehen, er hat natürlich seine 10 Minuten Vorstellungszeit. Okay, also du hättest ja, es gibt, bist vorgeschlagen worden, aus der Versammlung zum Bezirkstag zu kandidieren und hättest jetzt nochmal 10 Minuten Vorstellungszeit, die du nehmen kannst. Du bist bisher der einzige Kandidat. Es gibt bisher keinen Gegenkandidaten. Die Kandidatenliste ist aber auch noch nicht geschlossen. Warte mal, ich halte dich dann einfach mal ans Mikro, damit du noch ein bisschen was sagen kannst. Ah, halt, Moment, Alp, ich muss dich auch laut stellen. So, jetzt. So, du könntest jetzt theoretisch reden. Okay, dann rede ich auch praktisch. Also, wie gesagt, ich bin der Alp. Ich bin Pirat seit Anfang des Jahres. Im Augenblick kann ich leider nicht bei euch sein, weil ich in Passau in der Reha bin. Ich habe eine schwierige Zeit im Krankenhaus hinter mir, aber das ist jetzt Gott sei Dank vorbei und ich bin wieder fit. Alp, darf ich ganz kurz unterbrechen? Die Stimmberechtigten sind dieselben wie eben gerade. Also theoretisch, was bereits bekannt ist, musst du nicht unbedingt wiederholen, du darfst es aber natürlich. Achso, ja, nee, ich meine, wenn das alles schon, wenn ihr alles schon wisst, dann muss ich ja das ganze Zeug nicht nochmal runtersäusen. Ich denke. Okay. Ihr habt sicherlich noch anderes zu tun. Also ich habe mich ja auch während ich mich auch für den Bezirkstag aufgestellt habe, ein bisschen schlau gemacht, was der Bezirkstag bzw. die Regierung von Oberbayern so alles macht und wofür die zuständig ist. Meine Präferenz lag natürlich im Landtag, aber ich wünsche erstmal dem Flo alles Gute und freue mich, dass er gewonnen hat.
Und ich bin sicher, er wird eine gute Arbeit machen für uns alle. Ich hoffe, er wird dann auch ein bisschen sich auch mit uns Rücksprache halten, aber da bin ich ganz sicher. Und ich denke, das wird ein, wenn er noch reingewählt wird, wird das sicherlich sehr gut für uns alle werden und auch für Bayern. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, Flo. Danke. Dann jetzt zu mir. Wie gesagt, der Bezirkstag hat gewisse Bezirkstag bzw. die Regierung von Oberbayern hat gewisse Zuständigkeiten. Unter anderem ist sie für die Haupt- bzw. Grundschulen, Berufsschulen etc. zuständig und auch fachlich zuständig. Das heißt, da würde das könnte ich vielleicht das Thema mit dem Religions- bzw. dem Islamunterricht und den Themen da vielleicht nochmal sozusagen durch die Hintertür reinbringen. Ein anderer Bereich, wo der Bezirkstag noch zuständig ist, das wäre, jetzt hänge ich kurz, das wäre der Bereich Ausländerrecht und Einbürgerung. Ich denke, da könnte ich vielleicht auch, wenn es möglich ist, ich kenne da jetzt die genauen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht, vielleicht dort auch ein bisschen mitwirken, darum kandidiere ich, weil ich, wie gesagt, versuche, unsere piratischen Ansichten, wo es geht, weiterzubringen und durchzusetzen. Danke. Dankeschön. Gut, ich danke Wald für seine Vorstellung und eröffne hiermit die Fragerunde. Eine Frage, wie viele sitzen denn da in dem Bezirkstag? 60. Wie viele Personen, Anzahl, in der Hausnummer? 60. Die Frage ist, wie viele Personen sitzen im Bezirkstag? Also wenn ich mich nicht verlesen habe, dann waren das 60. Wenn ich jetzt nicht mich ganz... Okay, du kannst es nicht sehen, aber es gibt zustimmendes Genicke im Publikum. Gut. Haben wir weitere Fragen? Ich sehe, eine weitere Frage haben wir. Bezirkstag ist, glaube ich, auch für Krankenhäuser, Psychiatrie und solche Geschichten zuständig und andererseits auch alten Geschichten, Sozialgeschichten und so weiter. Wie siehst du da deine Herangehensweise jetzt als Pirat oder als okay. Bei den Themen speziell? Der Bezirkstag ist ja auch für Psychiatrie und Pflege, unter anderem in alten Bereichen, zuständig. Wie siehst du da... Wie siehst du da als Pirat deine Herangehensweise? Magst du die kurz erklären? Also da muss ich, da habe ich Gott sei Dank Glück, weil ich mit dem Sascha Rackers zusammen die OG Diversity mache und der da unglaublich fleißig ist und der eigentlich einen Großteil auf der Arbeit macht. Also ich muss das auch wirklich mal erwähnen, dass er wirklich super da arbeitet. Und der hat natürlich auch unter anderem mit dieser Behindertengeschichte auch sehr viel zu tun. Der hat sich da auch extrem eingesetzt und hat mich da auch aufgeklärt. Das heißt, wenn wir mit piratischen Geschichten an diese behinderten Sachen rangehen, müssen wir erstmal überlegen, es gibt, wie gesagt, das Versorgungsamt ist dafür zuständig, die kümmern sich um diese Sachen, jetzt rein rechtlich gesehen, für die Behinderten selbst. Aber ich denke, was wichtig ist, dass man, wir als Piraten gucken müssen, wie wir ihnen das Leben im Endeffekt noch ein bisschen leichter machen können. Das heißt, die Leute haben es sowieso schon schwer genug, aber nicht jeder Behinderte sitzt im Rollstuhl, ist geh- oder sehbehindert. Es gibt auch andere Arten von Behinderungen. Auch es gibt Sachen, die, wie gesagt, wir hören das ja auch in den Nachrichten andauernd, Burnout etc. und psychiatrische Geschichten, wo auch eben der Bezirkstag zuständig ist. Da muss man sich aber wirklich schlau machen und bei Fachleuten informieren. Ich habe da einen sehr, sehr guten Freund, der ist... Psychiater in der Nussbaumstraße, in der Klinik der LMU, der Dr. Musil, ist ein sehr langjähriger Freund von mir und da gibt es natürlich einige Problematiken, bei denen man sich erstmal erkundigen muss, weil so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns eine gute Fachmeinung einholen, besonders vor Ort. Das heißt, wie ich rangehen würde, ich würde erst einmal von unten anfangen und fragen, was brauchen die Leute oder wie können wir es für sie leichter machen. Und da muss man gucken, wie man das dann im Bezirksrat umsetzt, beziehungsweise diese Vorschläge dann einbringt. Okay, danke schön. Okay, weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Und schließe hiermit die Fragerunde und übergebe an Markus. Okay, es gibt keine weiteren Fragen. Jetzt bitte dann die Wahlschaft. Ich bin in wenigen Minuten wieder. Gut, wieder die obligatorische Frage. Möchte noch jemand einen Kandidaten vorschlagen oder selber kandidieren? Der Stimmberechtigten. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste damit geschlossen. Die Stimmberechtigten können sich dann gleich wieder bei mir und dem Wahlhelfer Stimmzettel abholen, diesmal in schönem Hellblau, wie sich das für einen Bezirk gehört. Ihr habt die Möglichkeit, mit Ja oder mit Nein zu stimmen. Mit Ja stimmt ihr der Kandidatur von Alp als Stimmkreisbewerber zu. Mit Nein lehnt ihr es ab. Enthalten könnt ihr euch durch leere Stimmzettel oder nicht abgeben von Stimmzetteln. Und ihr habt wieder die Möglichkeit, auch geheim abzustimmen. Gut, dann... Ja, Mensch, das geht ja... Aber ich habe die Stimmzettel schon erwähnt.
Das ist kleine, weil ich glaube, das Problem ist die reale Wesen. Geschlossen und damit ist dann auch der Wahlgang eröffnet und ihr könnt den Zettel abgeben, wenn ihr möchtet. So genau. Drei wären hilfreich, damit die geheime Wahl erfüllt ist. Oh, ich habe gerade einen tollen Hinweis gegeben. Möchte doch jemand seine Stimme abgeben? Fällt dir nicht? Das, was ich an der Krieg kenne. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, denn ist der Wahlgang nämlich geschlossen und zählt aus. Aber es bewegen. Diesmal haben wir alle gleich gefallen, aber im letzten Mal sind wir nur einmal gefallen. Ich bin dann noch aus Bunkrad bei Rottes. Ja, ja. Ja, wir haben es gesehen. Ja, einmal ja. Auch wie war das hier? Ja, das war es. Ich glaube, ich habe es. Dieser Gong hatte eine Bedeutung, Arnold. Sehr schön. Gut, wir haben ein Ergebnis. Es wurden drei Stimmzettel abgegeben. Mach spannend, fang von diesem Platz. Mit Nein haben gestimmt 0 Leute, mit Ja haben gestimmt 3 Leute, damit hat Alt 100% der Stimme bekommen. Yay! Ich darf Alt fragen, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl gerne an, ja. Er hat angenommen. Ich frage die Versammlung, bestehen Einwände gegen diese Wahl? Wollt ihr Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall und beglückwünsche damit Alp und schließe die Versammlung. Das ist die schnellste AV ever, oder?